Hallo meine lieben Warhammer 40.000 Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Battlefleet Gothic Armada 2, wo wir beim letzten Mal hier Ovaris Gulag, ein Gulag tatsächlich, eingenommen haben. Geringe Dringlichkeit, ja, ich weiß, wir müssen ganz, ganz dringend hier Sondereinsätze in Nemesis Tessera System abschließen. Wo ist denn eigentlich hier das Ding hier? Nemesis Tessera, da muss ich theoretisch hin. Aber wir haben ja zum Glück noch Zeit. Das ist das Gute daran, wir haben noch Zeit. Auch noch hier in Cadia ein paar Dinge dann zu tun. Ich möchte ja hier diese Flotten ausbauen. 233 habe ich jetzt. Ich soll jetzt einfach mal sparen, um mir hier quasi dann... Moment, wo ist es denn? Genau, diese Flotte hier dann weiter zu verbessern. Das wäre sehr gut. Deswegen beende ich jetzt hier auch einfach mal, oder? Beende ich den Zug einfach, oder mache ich hier irgendetwas? Ich kann ja eh nichts machen. Ich kann höchstens hier Verteidigungsplattformen noch hinsetzen. Ja, das sollte ich aber trotzdem tun. So viel zum Thema, dass ich spare. Das habe ich jetzt davon. Aber das ist halt einfach hier die wichtige Position. In Verteidigungsplattformen habe ich dann doch noch eine realistische Chance, das Gebiet zu halten. Also gut, wir werden hier nicht angegriffen. Das ist sehr, sehr zufriedenstellend. So, ich würde ganz, ganz gerne mal wissen. Ah, genau, hier können wir mal sehen, was hier diese Level-Ups bringen hier. Also die Schiffsstufe 4 von 4, fachkundige Crewmitglieder. Mut 0,06. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber ist wahrscheinlich schon ein bisschen was. Abklingzeit für Fertigkeiten 15% reduziert. Feuergeschwindigkeit für die Waffen um 15% erhöht. Kritische Chance für Waffen plus 30%. Kritische Chance von Angriffsaktionen plus 3%. Und Warp-Risiken um 30% reduziert. Das ist schon sehr, sehr geil. Und wenn wir das hier uns angucken, ne, da sind es hier nur 0,01, also deutlich weniger. Also wir sehen, das ist schon ein gewaltiger Anstieg hier. Jeder Strich im Grunde bringt, also das hier bringt erstmal nur 0,01. Ich weiß gar nicht, was der erste Strich bringt. Der erste Strich ist, glaube ich, der Grundstrich, oder den haben alle. Ich beende nochmal die Runde, dann kann ich jetzt hoffentlich in Cadia dann dieses andere Schiff bauen. 28 und alles ist ruhig. Sauber. Was mir auffällt, man hat deutlich weniger Ressourcen hier als zum Beispiel bei den Necrons. Das erste Necron-System hatte deutlich mehr. So, neues Schiff. Void Inquisitor ist zwar ein schönes Schiff, aber wir können trotzdem hier allein ein Strike-Cruiser hier brauchen, MK1. Zack, rein damit. Auf jeden Fall ein richtig mächtiges Gerät. So, bestätigen. Ist natürlich jetzt hier eine Anfängertruppe, aber was soll's. Ich könnte jetzt natürlich auch hergehen. Ich frage mich, was passiert, wenn ich das jetzt hier zu meinem Flaggschiff deklariere. Ah, sehr gut. Das war mir wichtig zu sehen, dass hier die Crew dann trotzdem noch die Erfahrung behält. Also gut, da ist jetzt hier Maluan hier drin. Zurück. Und mit ihm können wir jetzt dann auch noch hinter rein springen. Bin gespannt, das Ding in Action zu sehen. Ach nein, Manu. Ich muss mir abgewöhnen, das Mausrad zu verwenden in dem Zusammenhang. So, und wups. Und hier, euch baue ich auch noch mit der Zeit aus. Betonung auf mit der Zeit. Ja, komm, ich mache jetzt hier mal das Symbol hoch. Symbol ist auch nicht unwichtig. Und wir müssen auch noch mindestens zwei Flotten oder mindestens eine Flotte hier behalten, weil es kann ja auch zu Übergriffen kommen, ne? Es kann ja auch passieren, dass wir angegriffen werden. Eldar tun irgendwelche Dinge. Ach, guck ihr da findet ein Angriff statt. In sehr absehbarer Zeit. An enemy fleet is approaching one of our sectors. Das ist mir aufgefallen. Zack. So, wir sind angekommen. Damit stehen wir jetzt ja quasi hier dieser Chaosflotte hier schon mal entgegen. Und da kommt noch mehr. Ach du Scheiße. Die in zwei Runden, die in vier Runden. Dafür könnten wir jetzt hier diese Schlachtpläne benutzen, um hier die Zeit rauszuzögern. Aber ich denke, wir stehen hier eigentlich schon ganz gut.
Eine 800er Flotte? Oh, 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 oh. Das ist schon nicht so schön, sage ich jetzt mal. Strafkolonie. Ja, Truppenregeneration. Ist ja eine schöne Sache, brauchen wir aber gerade eben nicht. Andere Dinge, die wir dringend brauchen. Ravelt, was bringt das nochmal? Evolutionsschritte werden halt einfach beschleunigt. Kardinalswelt bringt mehr. Und Mut. Bauen wir auch mal aus. Es gibt einfach so viele Sachen, die man jetzt quasi hier bedenken und abwarten muss. Flotte könnte ich mir ja auch mal angucken. Was haben denn die für schöne Schiffe? Ich habe ja alles zur Verfügung im Grunde hier. Mit denen hier. Die Imperiale Flotte, die Space Marine Flotte. Da kann ich es bauen, in Cadia. Was haben die denn Schönes für Sachen? Nova-Kanone, Lanzenturm, Lanzenbatterie. Ich meine, klar, die haben dieselbe Bewaffnung weitgehend. Wir haben leider gar keine schweren Kreuzer dann zur Auswahl. Werden aber mit wahnsinnig vielen Escortschiffen. Lanzenturm, Makrobatteriewaffen, Lanzenbatteriewaffen, Nova. Das sind eigentlich immer sehr, sehr Plasma-Makrobatterie, stimmt. Effiziente Genauigkeit. Was waren denn die nochmal? Die haben Reichweite von 18.000, 9.000. Tater, Akrobatterie, Start- und Landebucht, Nova-Kanone, Lanzenturm. Also die Dinger arbeiten hauptsächlich über Lanzen. Können wir uns aber eh gerade nicht leisten. Wenn. Könnt ihr jetzt natürlich da hinspringen. Also ich sollte auf jeden Fall. Ja, oder will ich das schon machen? Ich will halt alles erobern. Das ist. Ich bin da leider so. Ich will alles erobern. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen meine Schwäche. Hybris und so. Strafkolonie. Grawelt. Makropolwelt. Hier gibt es nochmal Ressourcen. Machen wir immerhin wieder 157 plus. So, gucken wir mal da drüben. Wir brauchen noch drei Züge, diese nächste Runde da. Das kann ich auch leider gar nicht verzögern. Entgegen dessen, was man so vermuten sollte. Man kann nur die hier verzögern. Wenn ich jetzt hier da draufklingen würde, dann könnte ich die Verzögerung erhöhen. Da kann ich, glaube ich, gar nicht hin, oder? Und das hier eigentlich für ein Planet? Ja, Agrarwelt, wie langweilig. Nemesis Tessera. Eine Kardinalswelt, Festung der Inquisition, kleine Werft und strategische Position. Dann haben wir hier in Chima Makropolwelt. Die würde uns wieder mit Ressourcen versorgen, aber das hat auch eine krasse Verteidigung hier. Ist wahrscheinlich besser, wenn man erstmal Cadia ausbaut und die Flotte. Ja, die Chaosflotte ist natürlich da, kommt hier mit einer ziemlichen Pipifax-Truppe an. Wir werden sie bekämpfen. Wird wahrscheinlich nicht allzu schwer. Ich würde mir immer mal wünschen, dass diese strategischen Positionen dann halt auch einfach mal eine Raumstation hätten. Das ist so gemein, dass man nicht immer und überall eine Raumstation planen kann. Ich meine, natürlich würde ich als Gegner dann da angreifen, wo keine Raumstation ist. Leuchtet ein, ne? Da. Die sehen so aus. Man kann übrigens die Fähigkeiten von denen hier auch einsetzen, ne? Sowas wie Scanner. Ruf zu den Waffen. Hält je nach Schiffsgröße Truppenersatz bereit. Ah, das ist interessant, weil nämlich die Fähigkeiten der Necrons sind, die können halt Jäger aussenden. Was ich schon sehr geil fand. Also kannst du noch mehr Jäger rausballern. Also gut, Nummer 1. 3, Nummer 4 und Nummer 5. Man kann die übrigens nicht gruppieren, dann irgendwie. Ah, doch, kann man. Oh, geht. Okay, ich nehme alles zurück.
Dann. Da haben wir schon welche. Da haben wir welche. Dann müssen wir diese Position noch einnehmen. Und werden jetzt halt einfach hier volle Kanone fordern. Ja, wir sind identifiziert. Das interessiert mich nicht die Bohne. Denn wir sind dem Gegner überlegen. Und zwar nicht zu knapp. Ship ready. Da kommt der Kontakt. Heading acknowledged. Going silent. So, ihr geht es hier silent. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. We wait your command. Könnte den Feind natürlich jetzt hier gleich angreifen. We wait your command. Ich denke, das ist sogar besser. Cool. Aye, Admiral. Understood. Show us the enemy. Ach, der kann ja gar keine Schleichfahrt machen. Setting priority target. Dann kann ich mir das ja auch sparen. Lock on target. Your orders? Dann kann ich mir das ja auch sparen. Your orders? Where shall we strike? Augurken des Superbombe? Nein. Aye, Admiral. Ich habe ja, glaube ich, keine Sonde. Das haben bloß die Dingenschiffe, ne? Mikrowarpsprung. Zack. Servus. Geht schon los hier. Feuer frei. Understood. Heading acknowledged. Oh, der geht da. Ah, nee, der geht da durch. Coordinates acknowledged. Oder? Nee, hab ihn gerade so nicht getroffen. I am listening. Ärgerlich. Underway. We serve. Wir gehen jetzt erstmal konzentriert auf den da. Und sagen, komm, wir zerstören mal seine Bewaffnung. Ja. We wait your command. You have seen ich habe ihn leider nicht voll rammen können. Enemy sighted. Course engaged. Wieder knapp daneben. We stand ready. Changing course. We serve. Impossible. Na komm schon, Admiral. Zack. Setting course. Ship ready. Das ist knapp, da kann ich mit den Dingern gar nichts machen. Underway. Der versucht jetzt hier daraus auszuweichen. Starhawks loaded and sent. Reloading. Wir können jetzt auf die Feuergeschwindigkeit gehen, ohne Witz. Your orders? Könnt ihr nicht machen. Nur scannen, okay. Aye, Admiral. Komm, ich ramm den. Darf ich das? Nee, der schafft es wieder mal auszuweichen, der Kerl, ey. Changing course. Ich hasse ihn dafür. Boarding teams have crippled the enemy. Aber sein Generator ist ausgefallen. Course engaged. Und. Knapp daneben gesetzt. We wait your command. Engaging engines. Die greifen hier den da an. Ich attackiere den da. Komm. We serve. You have accumulated 25% of strategic points. Ja, dass wir das gewinnen, war ja nie in Frage gestellt. Engaging engines. Und eindrehen, komm. Zack. Your orders? Tja, der macht nichts mehr. Underway. Einzige, was ich dann wissen möchte, ist, ob ich den jetzt hier irgendwie noch übernehmen kann, aber wahrscheinlich nicht. Ship ready. Es geht wahrscheinlich wirklich nur mit verbündeten Schiffen. So where we are needed.
Aye, Admiral. Nee, das geht nicht. Das geht wirklich nur mit Verbündeten. Acknowledged. So, weiterfliegen. Setting course. Wir zerstören natürlich das treibende Wrack weiterhin. Oh. Your orders? Der wollte sich da hinten verstecken. Underway. Ich kann ihn nicht erfassen. We serve. Changing course. Enemy sighted. Ja, er hat echt eine richtige Sneaky-Fähigkeit, der Kerl. Reporting successful boarding action. So, noch mehr. Oh, fuck. Setting course. Fuck. You have accumulated 50% of strategic points. Starhawks loaded and sent. Das tat weh. Initiate Thunderhawk bombardment. Der macht nichts mehr, der Junge hier, der ist fertig. Your orders? Zum Glück waren das hier nur die Schilde. Heading acknowledged. Da drüben scheint ja alles cool zu sein. Your orders? Wir haben jetzt eh gleich gewonnen. Der ist weg. Ja, noch nicht ganz. Er meutert noch. We wait your command. Er meutert noch. Er überlegt sich, ob er noch. For the Emperor. Ja, die versuchen jetzt auch abzuhauen. Das wird ihnen nicht mehr allzu gut gelingen. Lass mal Bombe. Mikro-Warp-Sprung. Gehen wir nochmal in die Nähe hier. So. Und Bad von Timing. Oh, das war schön gerade eben. Schauen wir mal, was die Elder so mit sich bringen. Wie gesagt, also das hier konnten wir es ja wirklich wunderbar verteidigen. Die Elder. Ja, genau. Die Elder sind halt sehr viel schneller, ne? Aber auf der anderen Seite in der Verteidigung bringt ihnen das nicht so viel. Ich muss bloß die entsprechenden Positionen dann einfach halten. So, wie viele Punkte gab das? Ja, immerhin 94. Und einen Schlachtplan erhalten. Schlachtplan. Oh. Zwei Runden. Gott, die kommen gleichzeitig. Ich muss das definitiv verzögern jetzt. Also ich habe jetzt gerade eben mal einen von meinen Schlachtplänen hier eingesetzt, um das hier zu verzögern. Dass sie nicht gleichzeitig ankommen, das wäre schon kacke. Würde sehr wehtun. Aber das gehört jetzt hier sogar niemandem mehr. Gönnen wir mal das System. Mach jetzt aber natürlich noch nicht die... Oh. Hier geht eine Raumstation. Jetzt gehört es aber immerhin schon mal mir. Ja, das dauert eine Weile, bis ich das jetzt hier bauen kann. Aber das hier kann ich schon mal bauen. Haha. So viel dazu. Also ein grundlegender Schutz ist jetzt schon mal angekommen. Die müssen natürlich noch mal ein bisschen hier trainieren, die Jungs. Und nach Hause kurz mal. Nach Cadia. Brauch halt sehr, sehr bald eine weitere Flotte. Also Ressourcen sind ja wirklich der einschränkende Faktor. Dringlichkeit Stufe 1. Stufe 2. Ja, ich muss das sogar bald machen, ohne Witz. Ich komm da nicht drum rum, ich muss das bald machen. Also bevor halt der Totenkopf kommt, ne, dann habe ich halt verloren. Wir haben 208. Kann ich jetzt hier ein cooles Schiff kaufen? Das ist das, was ich wissen will. Kann ich. Ich könnte mir jetzt hier eine Gothic holen. Jetzt hauptsächlich Lanzen. Lanzen finde ich in Ordnung. Die machen, glaube ich, weniger Schaden an Schilden, aber dann schmelzen, glaube ich, die Panzerung davon, wenn ich das richtig mitbekommen habe. 334. Das heißt, wir haben dann noch so 166 über. Das heißt, wir könnten sogar nochmal einen Lightcruiser dann ohne Probleme mit reinnehmen. Oder einen Lightcruiser und nochmal was Kleines hier. Aber alle nicht so krass hier. 400.
Okay, wobei 400 geht ja noch. Die, die 200 haben, sind das Problem. Aber das wäre jetzt hier so mein Gedanke. Das ist immerhin mal eine Flotte mit 348 Kampfkraft. Aber trotzdem muss ich noch warten, bis ich das jetzt hier noch weiter benutzen kann. Moment. Die sind jetzt halt gleich da, deswegen muss ich jetzt hier sofort wieder zurückkommen. Oh mein Gott, das wird nächste Runde lustig. Nächste Folge vor allem auch. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüssi und Adi.